Herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming und hier mit einer weiteren Kartenvorstellung. Und zwar handelt es sich hier um die Krebach-Karte. Diese kommt von der Yogi, Downloadgröße 250,11 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Der Text sagt: Willkommen in Krebach, eine Karte, die rein aus der Fantasie entsprungen ist. Es ist eine kleine Karte, wo ihr auf einem alten, eingesessenen Hof Arbeit und Entspannung zugleich findet. Es ist tatsächlich eine kleine Karte, also Standardkarte, weiß ich nicht. Es könnte sogar ein bisschen kleiner sein als eine Standardkarte. Auf jeden Fall niedlich, hat ein paar Felder, die sind quadratisch. Es gibt ein paar Felder, die sind organisch geformt. Wenn wir als neuer Farmer starten, dann gehört uns diese große Hoffläche. Das ist also ein ziemlich großer Hof. Und Feld 4 und Feld 5. Feld 4 hat eine Fläche von 1 Hektare, Feld 5 1,3 Hektaren. Die Feldgrößen würde ich mal einschätzen zwischen 0,4 Hektaren, 2,3 Hektaren so circa. Das sind die Ackerbauflächen. Dann gibt es ein Landstück, das ist dann 5 Hektaren groß. Es gibt verschiedene andere Flächen, die noch zu kaufen sind. Auch wieder hier ein bisschen Wald, Forstwirtschaft. Hier gibt es auch noch Flächen, die entsprechend zu kaufen sind. Wir machen erstmal einen ganz, ganz kurzen Überflug. Wir können sehen, wir befinden uns in einer bergigen Zone, wobei die Karte nicht sehr hügelig ist, also sie eher flach ist, aber es befindet sich so in einem Talkessel. Es gibt ein paar Windräder für die alternative Energie. Wir können sehen, die Felder sind ziemlich in Ordnung. Für diese Karte würde es stimmen von der Proportion her. Ist definitiv nicht eine große Karte, eine kleine, sehr niedliche Karte. Sehr schön dekoriert auch. Hat ein bestimmtes Flair. Aber das ist man sich ja, glaube ich, von dem Yogi gewohnt. Wir gehen mal runter zum Farmhaus, wo wir starten, wenn wir als neuer Farmer anfangen. Und als erstes fällt uns auf, dass wir natürlich hier schon einen Hund haben. Das ist das Hofpack, das von Bernie SCS kommt. Und zwar ist es das bayerische Hofpack, dass sie die Karte verlangt nach dieser Mod, weil ansonsten einfach der Hof nicht funktionieren würde. Wir haben hier die einzelnen Elemente von diesem Hofpack drin. Na, wir schauen uns gleich die Werkzeuge dann an, Maschinen und so weiter. Wir haben hier Kühe. Das sind ja nicht Kühe, das sind Hühner, die hier verbaut sind. Im Bauernhof selbst, im Haus selbst, hier haben wir einen Kuhstall mit 45 Kühen, die hier reinpassen. Des Weiteren haben wir hier einen Misthaufen. Wir haben noch einen Schuppen hier, da verschiedene Maschinen reinpassen. Wir haben hier einen Brandner stehen. Wir haben hier ein Keilsilo stehen. Ansonsten haben wir ein paar Regale, einen Unterstand und das Silo, was hier zu finden ist. Das ist auch ein Brandner, der hier drin steht. Ja, und nochmal ein paar Unterstände. Und dann haben wir eigentlich die Runde schon fast abgeschlossen. Es fehlt noch auf die andere Seite zu gucken. Also wir haben hier nochmal eine Halle. Und zwar haben wir hier den Heuladewagen. Und des Weiteren haben wir hier noch eine weitere Möglichkeit. Und hier sind die Schafe untergebracht. Also hier futtern. Und hier sind die Platz für 25 Schafe. Der Kuhstall haben wir schon gesehen. 45 Stück passen da rein. Wir dürfen nicht vergessen, nochmal Richtung Norden zu gehen. Dann haben wir hier einen Güllewagen hier stehen. So, das ist auf jeden Fall mal dieser Hof. Schön gemacht, sehr, sehr schön gemacht hier mit dem, wie gesagt, den Misthaufen. Es gibt Fahrsilos und so weiter. Wir schauen mal kurz an, welche Produktionen verbaut sind. Wir haben das Sägewerk, die Biogasanlage, die Bäckerei, die Molkerei,
die Hoffuttermischanlage, die Schweinefuttermischanlage, die Getreidemühle, das große Gewächshaus. Und ja, das ist das, was als Produktion verbaut ist. Dann haben wir Ladestationen, also da haben wir oben fast ähnlich wie eine Kooperative. Hier haben wir Kalk, das gekauft werden kann, Flüssigdünger und Edelstahldüngertank. Verkaufspunkte haben wir Bauernmarkt, Heulager, GLW, Krebachmühle, Pizzeria, Krebab-Milch. Das sind diese Sachen, die verbaut sind. Wie immer schauen wir uns auch gleich den Verkaufskatalog an. Und wir können feststellen, dass auch hier für alle Produkte, also alle Früchte und alle Produkte, die hergestellt werden können, standardmäßig Verkaufspunkte vorhanden sind. Die Karte kann also sehr, sehr gut funktionieren ohne zusätzliche Mods. Hier ist der Kreis geschlossen, so wie es sein sollte. Das Einzige, was nicht eingebaut ist, ist ein Steinbrecher. Das heißt, da müssen wir einen anderen Weg finden. Die Fahrzeuge haben wir schon angeguckt. Wunderbar. Wie gesagt, den Fendt Favorit 511, den Rostelmarsch, den Frontlader Schäfer. Dann haben wir den Brauer Brandner Anhänger, das Schneidewerk für den Drescher und Güngestreue, Ladewagen haben wir, Tierhaltung, da haben wir einen Futtermischwagen und ein Gewicht, das zu uns gehört. Die Fahrzeuge sind alle neu und ungebraucht. Dann haben wir auch schon direkt auf dem Hof mit eingebunden, sind vier Pferde. Die sind alle perfekt sauber, sind alle vier 0 Monate alt. Und das ist das, was von Anfang an dabei ist. Der Startkalender ist nicht der Standardkalender. Der wurde ein bisschen abgeändert. Hier kann ich sehen, dass wir hier zwar den Winter, das Wintergetreide ausbringen können. Wir haben aber jedoch auch im Februar noch die Möglichkeit, eine Saat auszubringen, die dann in demselben Jahr noch zu ernten ist. Die anderen Sachen sind ein klein bisschen angepasst worden, aber ansonsten passt hier alles. Schön, dass hier auch alle Produkte verkauft werden können. Also hier ist es definitiv so eine Karte, die wirklich Flair hat. Es ist eine Karte, eine kleine Karte mit kleinen und maximal mittelgroßen Feldern. Das wäre vielleicht sogar eine Karte, wo man das Antonio Carraro Pack einsetzen könnte. Schade ist, dass es nicht ein bisschen hügeliger ist, sondern dass sie trotzdem, dass sie sich in einer Hügellandschaft drin befindet, so flach ist. Sie ist nicht komplett flach, aber es ist auch keine Bergregion simuliert hier. Ich glaube, viel mehr gibt es zu dieser Karte nicht zu sagen. Versucht die Karte aus, gebt ihr einen Versuch. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch gerne den Daumen da. Holt doch gern das Abo ab, wollt ihr keine weiteren Mod-Vorstellungen oder auch Kartenvorstellungen verpassen. Dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Genießt den Tag, einen guten Start in die Woche. Und bis dann. Danke, tschüss und hasta luego.